Jugoslawien. Bundeshandärztzeit. Mir ist gesagt worden, die Schmerzen sind normal. Ich bilde mir das Ganze nur ein. Ich bin Flavia, ich bin 30 und vor 4 Jahren hat man bei mir Endometriose diagnostiziert. Es hat eigentlich schon angefangen im Alter von 11, wo ich unerträgliche Schmerzen im Unterleib verspürt habe. Es hat sich angefühlt wie ein schwerer Stein, der nach oben zieht oder Messerstiche im Bauch. Ich habe schnell das Gefühl bekommen, dass die Schmerzen nicht normal sind. Jahrelang bin ich zu verschiedenen Ärzten gegangen und versucht herauszufinden, was da eigentlich nicht normal ist. Von da weg sind einige Jahre vergangen, genau genommen fast 15 Jahre. Trotz all diesen Untersuchungen habe ich immer noch nicht gewusst, was ich kann. Die Erkrankung hat auch einen starken Einfluss auf meinen Alltag. Sei das im Sport, in der Freizeit oder im Arbeitsalltag. Auch für meine Familie und für meine Freunde war es eine sehr schwierige Zeit. Das hat bei mir ziemlich Spuren hinterlassen, mental sowie auch körperlich. Nachdem eine Kollegin von mir mitbekommen hat, wie schlecht es mir geht, hat sie mir empfohlen, das Endometriosezentrum aufzusuchen. Mit 26 habe ich nach einer langen Ärzte-Odyssee endlich meine Diagnose bekommen. Von da weg hat sich mein Leben komplett verändert.